Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Dilbrecht. Noch 19 Tage bis Ostern. Das ist aber eine Hiobsbotschaft. Naja, wer so etwas hört, der weiß wohl, was einen in den nächsten Sätzen erwartet. Gewiss nichts Gutes. Eine Hiobsbotschaft, das ist so ein typisches Beispiel für ein Wort aus der Lutherbibel, das in die deutsche Sprache übergegangen ist, sprichwörtlich geworden ist. Namensgeber ist Hiob. Ein Mann, der in seinem Leben, dem es sehr, sehr gut ging, der gesegnet war in allen Bereichen. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Er verliert alle seine Tiere und damit all sein Vermögen. Seine Kinder kommen um. Er selbst wird sterbenskrank und leidet unglaubliche Qualen. Er ist ganz auf sich allein gestellt und hat aber noch ein paar Freunde, die aber nicht wirklich eine Hilfe sind. Menschen zu aller Zeit haben sich die Frage gestellt, wie kann ein guter Gott Leid zulassen? Und an einen guten Gott glauben wir. Doch seit dem Fall der Menschheit hat der Mensch selbst dem Teufel die Möglichkeit eröffnet, Unfrieden zu stiften, ungute Gedanken zu säen und hat ihm die Möglichkeit eingeräumt, ihn zu treffen, ihn zu schaden, in allen Bereichen. Und zwar sogar auch einen gottesfürchtigen Mann wie Hiob, der seinen Erlöser noch nicht kannte, aber schon eine Ahnung von ihm hatte. Im Alten Testament, da haben Menschen gedacht, geglaubt, dass es einen Tun- und Ergehen-Zusammenhang gibt. Nämlich, ich ganz einfach gesagt, ich tue Gutes, also erfahre ich Gutes. Oder ich tue Böses, also erlebe ich Böses in meinem Leben. Dieser Zusammenhang wird gebrochen im Buch Hiob. Hiob hat Gutes getan. Hiob war gottesfürchtig, ihn hätte eigentlich nur Gutes erwarten dürfen in diesem Leben. Und doch kommt es anders. Und in dem Buch Hiob ein deutlicher Hinweis darauf, dass das Böse in dieser Welt nicht einfach nur einfach so menschengemacht ist, sondern dass es eine geistliche Macht gibt, die Menschen beeinflussen kann, direkt, indirekt, ihnen Schaden zufügen kann. Das ist der Teufel, ein gefallener Engel, der sogar vor Gott treten kann, konnte, um Gott sozusagen quasi um Erlaubnis zu bitten, diesem Hiob zu schaden. Und nicht, dass Gott mit ihm einen Kuhhandel eingegangen wäre, sondern Gott, der Vater, wusste, dass solange wie sein Erlöser nicht in dieser Welt gewesen ist, die Menschen, auch die frommen Menschen, schutzlos ausgeliefert sind diesem Teufel. Und so gibt es nur eine Auflage, die Gott dem Teufel macht: Du darfst diesem Mann nicht das Leben nehmen. Und mitten in all diesem Leid, mitten in all diesen Zeiten, wo Hiob Gott auch echt anklagt, weil er sich keiner Schuld bewusst ist, und weil er ja eben wirklich gottesfürchtig gelebt hat, mitten in all diesem Schmerz, in all diesen Qualen, wo niemand ihm beisteht, da auf einmal blitzt es auf. Ein Wort, das ihm, so glaube ich, der Heilige Geist eingegeben hat. Ein Bekenntnis. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er weiß es noch gar nicht, denn Jesus hat sich noch nicht offenbart. Der Sohn wurde noch nicht offenbar. Aber ein Wissen, das uns Menschen, uns Christen heute so gut tut, in aller Anfechtung, in allen Schwierigkeiten es zu bekennen: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und es nicht so zu machen wie die guten Freunde vom Hiob. Die haben am Anfang
es eigentlich alles richtig gemacht. Sie haben erst einmal geschwiegen und zugehört, einfach nur bei Hiob gewesen. Doch dann baut sich all ihr theologisches Wissen auf und wandelt sich in eine Anklage. All diese gut gemeinten Ratschläge und Vorschläge, sie sind doch letztlich nicht mehr als Schläge, obwohl sie so richtig klingen. Obwohl sie so richtig klingen. Und so zeigt sich etwas anderes. Es geht eben nicht darum, das theologisch Richtige zu sagen. Es geht darum, zu lieben. Und zwar so zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Darum geht es im Leben als Christ. Nicht alles richtig zu sagen, richtig machen zu wollen, sondern darauf zu vertrauen, dass dieser Erlöser meine Schuld bezahlt hat, dass er für mich gestorben ist. Und dass ich deswegen anders leben kann als diese gottesfürchtigen Freunde, die alles wissen und doch am Ende von Gott hören müssen, dass alle ihre Richtigkeiten falsch waren. Hiob. Der Apostel Jakobus sagt über ihn: Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört. Und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Jakobus Kapitel 5, Vers 11. Heute bitte ich dich, nimm dir wieder 10 bis 15 Minuten Zeit und betrachte nur dieses eine Wort, diesen einen Satz. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und wenn es dir hilft, dann höre das Lobpreislied von Lothar Kosse, der Link ist unten im Text angegeben. Sei gesegnet.